Marianne Gronder hat auf die stark frequentierte Eisenbahnbrücke über den Limmat reagiert. An der Kalksteinwand des Brückenwiderlagers hat die Künstlerin ein siebenteiliges Aluminiumdreieck montiert. Das dynamische Pyramidenrelief nimmt formal Bezug auf die dreieckige Steinwand und auf die Schienenbänder der Eisenbahn. Die Künstlerin hat aber auch ein Augenmerk auf die Mobilität. Unablässig donnern Züge über die Stahlbrücke und der Lärm geht einem durch Mark und Bein. Mit dem sinnigen Werktitel «Reflex» reflektiert Marianne Gronder die Spiegelungen von ihrem glänzigen Objekt und der blanken Eisenbahnschiene. Und jedes Mal, wenn ein Zug von Wettigen nach Baden oder umgekehrt fährt, blitzt ein Skiwerfer auf und erinnert uns an ungebremsten Wachstum von Verkehr und Mobilität.